Bitte miss einfach noch nicht dein Q, mein Sohn. Hat gemisst. Good bait von Bart, Legende der Mann. Jody wusste ja, dass ich die 1v2 dann. Jack Show Game, ja, actually Jack Show Game. Weil das wird One-Shot. Junge, was ist das für Dings da? Ah, das Screens. Weil der einzige Tank, den die haben, ist Mundo. Das wird sehr sicher Blue Cane sein. Weil Red Cane in diesem Game ist nicht so gut, glaube ich. Und wenn das Red Cane ist allerdings, dann ist Jack Show wahrscheinlich ziemlich bad. Also wenn Mundo und Red Cane fett werden, dann ist Jack Show bad, right? Weil dann fehlt uns einfach Damage. Dann kann ich das nicht bauen. Was tut mein Bart mit im 1,30? Hä? Na, aber es fehlt, oder? Er first timed? Die haben auch gepullt. Die stehen in dem Busch hier. Okay, ich stand im Überbusch. War Jin stand im Überbusch? Aber mein Bart ist sehr, sehr wild. Boah, das stunt ihn einfach, okay. Bisschen zu lang mein Trade genommen. Der Trade war gut und dann, ja, habe ich ihn zu lang gemacht. Gute Q von Bart, actually. Schade, weil mein Bart einfach Level 1 Mitte ist. Können wir nicht contesten auf Level 2. Bisschen traurig. Perfect Timebot gewesen, ja. Aber nicht perfect timed, damit ich Dings da besser stacken kann und die Lane spielen darf. Jetzt werden wir aber reingepusht, Perma. Schade, wenn das dann ist, einfach tot. Auch so sollte er eigentlich sterben, mein Bart ist nur leider blind. Oh, Bart, was sind das für Qs? Also, die Karma ist einfach, zeigt sich einfach im River, so. For some reason. Und der Jin respektiert nicht und walkt ab und hit the tower. Also, was für eine Ido bin ich? So, Ziel dieses Game. Ich scheiße das aus, Red Cane ist oder nicht, Red. Scheiß drauf. Oh? Okay, Macher. Ziel ist dieses Game. Mana Mune Sense über. Sie will das. Bitte miss einfach noch nicht dein Q, mein Sohn. Hat gemisst. Good bait von Bart, Legende der Mann. Jody wusste ja, dass ich die 1v2 dann. Ich schwöre, ich hätte so gute Winrate auf S-Wheel, wenn im Midgame einfach mein E längeren coolen hätte. Aber ich throw jedes Mal Midgame als S-Wheel, weil ich zu hart Limit teste, weil ich zu compy auf dem Champ bin. Oh, Bart. Dann magst du deine W als zweites. Na, ich glaube, man sollte lieber, versuchen, seine Fehler zu verbessern und nicht ineffektiv anfangen zu spielen, ineffizient. Ich will den Baden, ich will aber auf gar keinen Fall den Baden, Jungs. Ich will wirklich basen, ja. Oh, really? What? Sie ist zu insane. Ob das eine kleine Jungle Support ADC Gap ist das Game? Junge, werden die gegappt? 1-8 Botlane, Minute 8.
Komm, ich maybe diven. Können sie aber eigentlich nicht. Diese Ilo ist so ultra disgusting. Oh ja, mein Ward saved mich da, surely. Haha. Keine Teammates, Ping Red. Ist nicht drin. Ist nicht möglich, mit solchen Missgeburten zu spielen und dann sie nicht zu pingen. Ist nicht möglich. Also ich bin 5-0. Shutdown. Wir haben Winning Mid, Winning Jungle, Winning Support, Winning ADC, Winning Top. Und wir müssen trotzdem 4-Mann Hebel spielen? 4-Mann? Weiß ich gar nicht, Bro. Weiß ich gar nicht, wenn ich 5-0 stehe. Weiß ich ja gar nicht. Geh rein! Alter. Ich hasse dich. Du bist so Dogshit. Oh, ist das Game triggernd. Egal, wir gewinnen das trotzdem. Aber es ist halt... Also er versteht ja das Grundprinzip von League nicht. Ist my bad, right? Ich darf da nicht sterben. Muss einfach akzeptieren, dass ich jetzt 500 SP mit 500 Gold Shutdown Weak Sage spiele. My bad. Muss ich einfach akzeptieren. Right? Wenn wir 4 Mann für Hamlet brauchen, obwohl wir Winning Top, Winning Mid, Winning Jungle haben und wir wissen, dass Karma Botlane ist, dann muss ich einfach an meinem T2 als 500 SP stehen. Ist halt disgusting, dass ich das muss, aber muss ich. Damals auch nicht hier. Das ist halt die erste Platte, die ich krieg, weil ich bin Harrit spielen, Alter. Whatever. Das ist generell, was ich sehr falsch machen soll, Lukiona. Ich bin viel zu perfektionistisch, Red. Ich weiß halt, wie wir das Game richtig spielen sollten. Und dann spiele ich so, wie das Game gespielt werden sollte. Aber mein Team spielt ja nicht korrekt, Red. Und dann passe ich mich aber nicht an. Das ist halt einfach nur bad. Schade, dass es nicht reicht. War knapp. Wird wieder kein Jug-Show. Bin gleich da, Kassante, Beta. Okay, okay. Ich werde einfach nie das Jug Show Bild ausprobieren, weil ich nie dazu komme, weil wir zurückstompen. Oder zurückgestompt werden. Dieser Tod, es triggert mich aus der Hölle, right? Ich stehe 5-0. Der Bart braucht trotzdem seinen DLC, ja, safe. So, erstmal, warum ist mein Bart jetzt top, right? Es ist völlig egal, ob Harold up ist. Daddy Sin ist nämlich nicht bei Harold. Right? So. Daddy Sin will hier full clearen. Das heißt... Hier, Daddy Sin geht jetzt full clearen. Das heißt, mein Bart sollte straight bot laufen. Weil es egal ist, ob wir den Harold verlieren. Scheiß auf den Harold. Wenn Daddy Sin nicht da ist, kann er den Harold auch nicht verhindern. Die werden nicht 3 gegen 4 den Harold contesten. Right? Das heißt... Er sollte hier nicht top laufen. Er sollte bot laufen, damit wir einfach Platten kriegen dafür, dass sie den Harold machen. Falls sie Harold machen. Und dann kann er... Und jetzt könnte er... Also, er sollte jetzt Bot sein. Jetzt Portly Sin Base. Dann sollten wir jetzt diese Botwave zu zweit crashen. Und dann sollen wir zusammen hochmoven. Harold nehmen. Ich sollte Mitte contesten. Und dann soll wieder Bot gehen.
Aber die Gegner contesten ja offensichtlich nicht Herald. Sie haben keine Chance, ihn zu contesten. Dann sollte mein Bart jetzt anfangen, runterzumoven. Aber das ist halt das, was mich so triggert, ist... Warum bin ich 5-0, Minute 9, 500 Gold Shutdown? Und wir machen Herald. Wenn die Gegner einen Herald eh nicht contesten können. Es ist ja fein, Herald zu nehmen hier.